Sie haben es geschafft. Für Sie geht ein Traum in Erfüllung. Die Freude kannte keine Grenzen. Im kommenden Jahr turnen die Gymnastinnen vom Team Hessen in der ersten Bundesliga. Ihre eindrucksvollen Performances, die vor allem durch die Schönheit anmutiger Bewegungen fasziniert, unterstrich die Meisterleistung der Hessen. Super stolz auf uns. Wir haben auch viel und hart dafür trainiert. Und ja. Sehr, sehr spannend. Das ist ganz neuer Format für uns und das macht auch richtig Spaß, dass man so anfeuern darf und so laut werden kann, auch als Trainer. Das ist eine super Stimmung und wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir haben hart dafür trainiert und es ist auch schön, jetzt dafür belohnt zu werden. Inga Stevens präsentierte mit dem Seil eine glanzvolle Show, die das Team frühzeitig für die Plätze in der ersten Bundesliga qualifizierte. Eine große Sensation. Im kommenden Jahr wird es erstmals eine Bundesliga für rhythmische Sportgymnastik geben. Am zweiten Adventswochenende schaute ganz Turn-Deutschland mit großer Spannung auf den zweiten Qualifikationswettkampf nach Berlin. Der erste Qualifikationswettkampf für die Bundesliga fand bereits Ende November in Hachenburg statt. 14 Mannschaften aus 9 Landesturnverbänden trafen sich in der Hauptstadt, um sich für die erste Bundesliga der rhythmischen Sportgymnastik zu qualifizieren. Pro Wettkampf standen insgesamt 10 Übungen auf dem Programm, bei dem die Gymnastinnen grazil Keulen schwingen, Bälle, Bänder, Seile wie Reifen tanzen ließen. In der ersten Bundesliga werden 10 Teams antreten, dazu gehören unter anderem auch Stehkopf und die Gymnastinnen des Bundesstützpunktes Berlin. Die verbliebenen Teams starten in der zweiten Bundesliga. Mit der Einführung der Bundesliga, die von der Deutschen Turnliga geleitet wird, werden die Sportgymnastinnen ab Herbst 2020 3 Wettkämpfe mehr als bisher auf dem Wettkampfplan haben. Natürlich wird bei dieser Neuheit die Mannschaft der Star sein. Das System ist ein bisschen anders und die Einzelgymnastinnen treten als Mannschaft auf. Und letztendlich muss man dann auch schauen, welche Gymnastin in welchem Gerät am besten aufgestellt wird, dass man möglichst viele Punkte natürlich sammeln kann. Die vielleicht schönste, emotionalste Übung des Wochenendes kam von Marlene Kriebel. Sie hat es mit ihrer Mannschaft, dem TV Dahn, auch geschafft. Das Tolle an der Bundesliga, alle für einen und einer für alle. Dem Team war die große Freude über die Qualifikation nicht nur anzumerken, sondern auch anzusehen. Nach einem anstrengenden Wettkampftag brachten die Mädels nochmal ihren vollen Elan zum Ausdruck. Ja, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es ist total cool, dass wir da dabei sind und dass es jetzt alles geklappt hat und wir sind einfach super happy. Auch die Gymnastinnen von Bremen 1860 konnten ihr Glück kaum fassen. Was für ein toller Erfolg. Gesamtsieger der Qualifikation und Einzug in die erste Bundesliga. Von diesem Moment haben sie schon immer geträumt. Das ganze harte Training hat sich also gelohnt. Eine neue Ära kann beginnen, die Bundesliga der rhythmischen Sportgymnastik.